Hex, Hex! Und damit herrlich alle Hexen und Zauberer herzlich willkommen zurück, die eingeschaltet haben zu meinem Let's Play zu Hogwarts Legacy an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Wir sind gerade dabei, diesen einen Geheimgang zu suchen. Und da muss ich ganz kurz den Auftrag wieder annehmen. Da genau, Orientierungspunkt. Der dritte Orientierungspunkt. Oh, was ist das denn hier? Oh, da. Merlin? Fenster der Geschichte der Magie. Auf diesem bunt gepflasterten Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer in der Zeit zu sehen. Oh, okay. Ah, das ist hier Muggelkunde, ne? Nee, Hogwarts, das ist die Hogwarts-Geschichte hier, Zauberei-Geschichte. Rebellion. Ist das der Punkt, den ich suchen muss? Inventar. Durch die Tür und dann muss ich ein Bild mit Schnee finden. Aha. Ein Bild mit Schnee. Die Treppe sieht vielversprechend aus. Oh, nach oben. Da ist es. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, schade. Wo ist der Schatz? Dahinter. Nein, Accio war's. Aha. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Cool, war das denn jetzt? Was haben wir denn so gefunden? Na, oh, das ist sogar besser. Und was haben wir noch? Keine Eigenschaften angewandt. Man kann dir noch Eigenschaften geben, ne? Da habe ich auch noch keine Ahnung wie. Das Nachthemd? So, alles schlechter, ne? Ja. Das ist auch ein legendäres Ding, was ich da hab. Wie Bales Ballkleider, ganz ehrlich. Alles klar. Aber sonst noch irgendwas? 8%. Ja, da will ich 100% stehen haben irgendwann. Aufträge. Ach, man kriegt ja was für Aufträge. Alles klar, haben wir eine Brille wieder bekommen. Sehr schön. Sammlungen. Meine Roben. Echte Historiker. Wo ist die denn? Gottes Willen, ey. So viele Sachen ey, zum Sammeln, das ist einfach nur der Oberhammer. Das ist schönes Gras. Ausrüstung. Oder ist das, warte mal, ist das ein... Ah ja, okay. Oh. Oh.
Okay. Da sieht man noch, nichts drunter, ne? Nein. Machen wir irgendwas, was farblich mit den Schuhen passt. Graues Hochlandgewand. Sieh mir das mal an. Was habe ich denn jetzt gerade für ein Dingens hier an? Wie heißt denn das? Echtes Historiker-Uniform. Ja, ich muss sagen, gefällt mir, Leute. Finde ich sehr, sehr stylisch. Gucken wir uns das mal eben an. Wow, irgendeine Top-Pflanze irgendwo, ey. Die kann ja weiß Gott wo sein. Wow! Ich glaube mal sagen, hier bin ich falsch. Dann gucken wir mal eben da unten nach. Ob ich vielleicht irgendwo in der Ecke noch so eine Top-Pflanze finde. Wenn nicht, dann teleportiere ich mich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Gebiet hin. Na, hier war es auch nicht. Na, hier auch nicht. Dann ist es entweder ganz unten oder es sind dann verschlossene Türe. Ich tausche einen Löffel Schlubberwurmschleim gegen einen Kartoffel. Ach, hier sind wir. Naja. Ein bisschen am Ruckeln. Kobold-Artefakt. Hörner wie diese wurden von Kobolden während des Kobolds-Aufstands von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern menschlich auf die Nerven zu gehen. Dieses Turm wurde nach dem Ende der Rebellion hinter den Wirtshaus Eiberkopf gefunden. Vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken, vermutet, um es zu dämpfen. Ja, ich glaube, das werde ich nicht finden. Kehre zu Arthur Plummi zurück. Werde ich auch. Wo ist denn der Kerlchen? Das ist da. Okay. Das ist auch direkt die Hauptaufgabe, die ich machen kann. Dass das nicht stimmt. Ah ja, klar, dass du das sagst. Ja, da ist er. Weißt du schon mehr? Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass meine Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galeonen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, es handelt sich um eine Uniform eines Historikers. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Oh, finde ich auch. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasley wohl etwas Interessantes offenbart? Gute Frage. Jetzt werden wir erstmal mit den mit der Hauptkampagne weitermachen. Aufträge. Da. Perfekt. Alles klar. Vielleicht finden wir auf dem Weg hier dahin noch irgendwas. Revelio. Lumos. Ich habe ne Dings gefunden. Das ist die Frage, wo ist das Gegenstück dafür? Wo ist das Gegenstück? Revelio.
Rebellion. Prostafik, als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betreut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten in der fünften Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigelus Black, Schulleiter. Ach so, der Schulleiter beschwert sich. Cool. Verteidigung die dunklen Künste ist ja. Hallo? Guck mal, ein Demigeist. Kann ich nichts mitmachen, ne? Nein. Oh, eine Kiste. Dann raube ich die mal eben aus. So. Flora Fedora. Na gut, dann warten wir mal eben. Penne ich auf dem Boden mal wieder. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sehr zuversichtlich. Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Oh, die Hogwartshäuser. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber der Unterricht geht vor, aber, oder? Wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Alles klar. Dann gehen wir. Professor Hackett. Was ist denn da oben? Eine Kiste? Ach, da. Ah, Grau und Bronze. Ah, ich bleib bei Lila. Lumos. Revelio. In dem Klo ist nichts drin, ne? Aber ich schloss den Kloschuh noch betätigen. Ich bin echt mal gespannt, wann wir diese Kisten öffnen können, ey. Lumos.
Gott. Melde dich, Professor Hackett. Die ist da unten. Ich kann trotzdem mal das Ding mitnehmen, ne? Eben, warum nicht? Da. Ist das das Richtige? Ja. Das ist es. Danke. Professor Hackett würde gerne mit mir über zusätzliche Aufgaben sprechen. Ist klar. Machen wir so einen Weg dahin. Oh, redet nicht irgendein Feuerzauber? Hi. Revelio. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Okay, was denn? Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen. Oh, Feuer hatte recht. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Incendio. Und vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Okay. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Ach so, jetzt muss ich erstmal wieder den Typen zurück. Nice. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Alles klar. Er muss erst Aufgaben erfüllen dafür? Alles klar. Ach stimmt, man konnte ja gedrückt einmal kurz antippen, dann wurde mir der Weg gezeigt. Hab ich ganz vergessen, dass das ja ging. Nächste Runde gekreuzte Stäbe müssen wir gewinnen. Ein Hechtsprung durch die Tür, auch nicht schlecht. Revelio. Da, ich wusste es. Lachlan der Schlagsiege. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan der Schlagsiege dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Alles klar. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Luke und Bradley durchführen. Nur eine. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Einen habe ich schon gewonnen. Bereit für die nächste Runde? Klar. Denke schon. Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren würde. Ich weiß, Sebastian. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Klar. Ich bin bereit. Los geht's. Kann ich nicht alleine machen? Trittst du mit einem Partner an? Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Einer gegen zwei oder zwei? LOL! Ja! Verzeihung im Voraus. Ich mich mal da jetzt nicht verkalkuliert habe, ey. Durchbrüche violette Schilde mit Kreuzzaubern, wie den Aufrufzauber Actio. Ups. Oh Gott! Thank you.
Ach stimmt, wenn mein Kopf so aufblinkt, dann muss ich ausweichen, ne? Nein! Boah, shit. Levioso! Levioso! Boah, ich gehe allein gegen drei. Na gut. Ging ja eigentlich war einfach. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Alles klar. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Cool. Was will der denn von mir? Du hattest mich ruhig etwas. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank. Eine Runde Training in Zauberkonzert mit durchführen. Eine Runde Training. Hallo Lugin. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, klar. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Oh, scheiße. Ja. Ah nein. Naja, ich... Hä? Alles klar. Alles klar. Nein! Oh, das habe ich nicht gesehen. Nein! Scheiße. Welche Taste? Würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. Cool. Ich bin gerne furchterregend. Aufgabe erledigt. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Okay, dann gehen wir jetzt eben zurück. Ach hier. Können wir jetzt den nächsten Zauber lernen, ne? Incendia. Incendio. Incendio. Im Vampire Diaries Universum heißt der Zauberspruch ist Incendia. Gott, kann ich eigentlich auch runterspringen, ey? Da will ich gleich mal ausprobieren, eigentlich mal. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Let us begin. Oh scheiße, wie ging das? Oh Gott, wie ging das? Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Boah, scheiße.
Scheiße, wie ging das denn nochmal, ey? Warte, ich muss meine Maus eben... Oh Gott! Incendio. Gut gemacht. Alles klar. Fünf? Wir machen Reparo mal raus. Okay. Einen Zauber und Gegner zu benutzen, musst du ihn zuerst deinen Zauber hinzufügen. Füge jetzt Incendio hinzu. Privilegiere den Zeiger bei Incendio, halte gedrückt. Habe ich schon. Incendio. Gott. Ach shit! Na so. Jetzt habe ich die ganze Zeit diesen scheiß Dingens unten. Alles klar. Incendio ist ein schwerer Schadenszauber, der zerstörerische Flamme auf kurze Distanz entfesselt. Kurze Distanz auch noch. Ah, das sah aus. Um einen Zauber und Gegner zu benutzen, musst du jetzt erst deinen Zauber setzen. Füge jetzt Incendio zu. Bewege den Zeiger über Incendio, halte gedrückt und zieh ihn auf den Zauber. Habe ich schon gemacht. Was passiert, wenn ich mich irgendwo hin teleportiere eben? Geht das dann jetzt weg? Ja, ne? Ich hoffe's. Sonst habe ich das ganze Zeit unten rechts das Symbol da hängen. Ja, ist weg. Alles klar. Okay, dann gehe ich kurz zur Prostafik. Und dann speichere ich eben. Revelio. Macht er nichts mit. Na gut. Sabertooth Cat. Ah, Sabertooth Tiger. Alles klar, dann würde ich sagen, dann speichern wir jetzt hier mal. Alles klar. Einstellungen. Spiel speichern. Alles klar. Prostafix Büro. Haben wir abgespeichert. Okay, dann würde ich sagen, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich seid ihr diesmal auch wieder dabei zu meinem Let's Play zu Hogwarts Legacy. Auf Wiedersehen, all ihr Hexen und Zauberer, euer Dagevian.